Das ist demnächst nicht nur ein Wähler, sondern auch nur noch eine Partei. Das rutscht zusammen, was zusammengehört. Man schreibt voneinander ab, es ist kaum mehr zu unterscheiden. Alle Parteiprogramme werden voneinander. Die CDU schreibt von der SPD und von den Grünen ab. Die Grünen schreiben von keinem, weil ich weiß nicht, ob die schon. Und die SPD schreibt von der Grünen und von der CDU. Und jetzt nach der Krise schreiben alle zusammen von den Linken ab. Ja, ist das schön. Die Parteiprogramme kannst du rückwärts lesen. Und die ganzen neoliberalen Schreihälse, die uns diesen Wirtschafts- und Finanzwahnsinn eingebrockt haben, die hat man im Herbst, als das losging mit dem Wahnsinn, in keiner Talkshow gesehen. Die sind alle abgetaucht. Die Olaf Henkels und die Westerwelles sind alle abgetaucht. Die sind alle jetzt erst dieses Jahr unter ihren Steinen wieder vorgekrochen, als die Umfragewerte oben waren. Die hätte man alle damals schon am Nasenring in jede Talkshow zerren müssen, mit so einem Eselsmützchen auf, 3 Jahre in die Schamecke. Und im Herbst, als die Menschen Antworten gebraucht haben, da saßen die üblichen Verdächtigen in den Talkshows rum. Oscar Lafontaine saß in jeder Talkshow rum. Und der hat gesagt, was er immer sagt. Nämlich, dass er das schon immer gesagt hat. Ja, ja, natürlich. Ja. Und wissen Sie was? Er hat recht. Ja. Er hat bitter recht behalten. Den abgewatscht, jahrelang hat man ihn dafür. Den Geißler haben sie gefeiert. Dafür. Der Geißler ist kurz vor Heiligendamm noch mal eben schnell Attac-Mitglied geworden. Und dann haben sie den in jeder Talkshow damals gefeiert. Der Geißler ist Attac-Mitglied geworden. Haben den gefeiert wie den verlorenen Sohn, der endlich nach Hause kommt und anfängt zu denken. Weil er mit den gleichen Texten unterwegs ist, mit denen Lafontaine schon seit 10 Jahren unterwegs ist. Ja sicher, der Lafontaine war schon Attac-Mitglied, da war der Geißler noch Bergsteiger. Ja, ja. Es kommt immer darauf an, wer was sagt. Und dann haben sie dem Laffo immer vorgeworfen, dass er linke Positionen vertritt, aber selber reich ist. Was für ein bräsiger Vorwurf. Dem Schröder haben sie immer das Gegenteil vorgeworfen. Dass er, sobald er wohlhabend wurde, linke Positionen verraten hatte. Ja, was denn nun? Kann man sich mal entscheiden? Ich finde das durchaus ehrenwert, wenn man selber die Schäfchen im Trocknen hat, dass man dann immer noch linke Positionen vertritt. Wenn du nichts hast, bist du automatisch links. Ein Populismus, das ist toll. Laffo ist der einzige Reiche, den ich kenne, der eine Reichensteuer einführen will. Verdammt populistisch, ja. Und dann wirft man dem jahrelang vor, dass er damals hingeschmissen hat. Ich bitte Sie, der hat sich das angeguckt damals. Das ist ein Machtmensch. Die wollen eins haben, die Jungs, die wollen Macht. Und der hatte die Macht in der Hand und hat sie losgelassen aus Überzeugung. Ich kenne keinen anderen Machtmenschen, der das gemacht hat. Kaum hat er sie, weil er gesagt hat, mit dem Clement und mit dem Schröder, das haben wir so nicht abgesprochen. Das sind Technokraten, mit denen kriege ich das nicht durch. Hat er losgelassen. Und dann haben wir uns das 7 Jahre lang angeguckt mit den 2 Spitzbuben. Die haben hier alles leer gesoffen und uns auf den Teppich gekotzt, sind jetzt Aufsichtsräte in Russland. Und wer macht den Scheiß in den Talkshows wieder sauber? Der Lafontaine. Ja, kann man das machen. Ja. Kann man das mal zur Kenntnis nehmen? Nicht, dass mir der Lafontaine irgendwie angenehmer wäre als diese anderen übrigen Schwätzer und Schmierlappen. Aber dem Populismus vorwerfen, wir hätten das Ganze einfach günstiger haben können. Und schneller. Wenn man den aus der Dämonenkiste mal rausgelassen hätte bei Zeiten. Populismusvorwurf, was für ein Quatsch. Das ist so hilflos und kindlich. Das ist, als würden Sie einem Sportler vorwerfen, dass er schwitzt. Das sind Politiker. Die müssen populär sein. Na logo. Alles Populisten. Barack Obama ist ein Populist. Gott sei Dank, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Roland Koch ist ein Populist. Noch offen rassistisch, aber ein Populist. Westerwelle ist ein Populist. Ein bisschen unterbelichtet, aber ein Populist. Ja. Westerwelle ist die Bauchrednerpuppe der Konzerne. Immer schon. Westerwelle. Ja. Westerwelle hat unten hinten so ein Loch. Doch, achten Sie mal drauf. Doch. Und da hat immer irgend so ein Aufsichtsrat gerade den Arm drin. Zack, Steuererleichterung, der Markt reguliert sich selbst. Und einmal im Monat wechseln die einfach den Arm aus. Ja. Da kommt der von RWE raus, der von Porsche rein. Populist. Ja. Alles Populisten. Das sind alles Populisten. Aber ein bisschen Raffinement muss das schon haben. Westerwelle beleidigt mein bisschen Intellekt. Ich möchte mir schon aussuchen dürfen, wer mich verarscht.
Das ist Demokratie, wenn man sich aussuchen darf, wer einen verarscht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Habermas. Auf die nächste Abend.